Moin mal lieben Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet zu unserem heutigen Video. Und zwar werden wir heute zwei Obsidian-Flammen Dreier-Blistern aufmachen, so ein kleines Pack-Battle miteinander. Glurak hat uns bisher komplett geschäftet, Freunde. Wirklich, wir haben ein Display geöffnet, eine Top-Trainer-Box haben wir geöffnet. Kein einziges Glurak gezogen. Aus dem Set, wo jeder links, rechts Glurak zieht. Also ich habe manche Leute auf YouTube gesehen, die haben schon 3-4 Mal das teuerste Glurak rausgezogen. Ja, als wir bei dem Turnier waren doch auch. Ja genau, beim Turnier auch, links, rechts, aber... Alle haben gezogen. Nur wir nicht, Freunde. Einfach Glurak sagt Nein zu unserem Puls. Dementsprechend geben wir dem Ganzen noch eine Chance. Ansonsten gehen wir nämlich gleich auch rein in, nicht in Obsidian, in 151, Freunde. Da werden wir zwei Top-Trainer-Boxen öffnen im Stream. Wenn ihr da auch nichts verpassen wollt, schaut gerne vorbei auf twitch.tv/die2bubus. Und ich würde sagen, wir öffnen das Ding. Kleines Pack-Battle. Wir haben jetzt zweimal die gleiche. Es gibt nochmal eine Promokarte mit Evoli. War leider bei unserem Müller nicht vorhanden. Dementsprechend haben wir jetzt zweimal Friedhof am Start. Ist nicht verkehrt, denke ich mal. Was natürlich wichtig ist, ist für uns das Glurak, Freunde. Das Glurak, was hinter den Packs gewartet. Ansonsten, ihr Lieben, haben wir auch die letzten beiden Gewinnspiele aufgelöst. Schaut da gerne in den Videos einmal vorbei. Dort habe ich in einem angepinnten Kommentar die Gewinner jeweils kommentiert, die per Zufallsgenerator ausgewählt wurden. Schaut da vorbei, meldet euch auf Instagram, ihr Lieben. Und dann senden wir euch die Karten zu. Und was uns natürlich interessiert, Freunde, die Booster Packs, ey. Ebenfalls auf der dunklen und hellen Seite. Willst du anfangen? Ladies first. Ladies first. Endlich, merkt. Endlich, Freunde. Ich lerne dazu. Ladies first. Ladies first. Jetzt will ich aber auch einen Glurak sehen dafür. Oder einen Big Baba Hit nehmen wir an. Okay. Für diese Manieren hier. Ohne Kartentrick, ohne nix. Rein da. Das ist das Schöne. Wir haben heute nur Kamezin Purpur Sets am Start, Freunde. Also ohne irgendwelche Tricks hier. Gehen wir rein. Baujan nach Tara. Da gibt es ja auch diese Special-Karten von den ganzen Evolutions. Ja. Die würde ich fühlen. Und? Hallo Penjo, leider gar nichts. Leider nicht tatsächlich. Das Coole ist ja, in dem 151-Set gibt es ja Energiekarten auch wieder mit Glitzereffekt. Ne? Die können dann im Booster-Pack mit dabei sein. Also dementsprechend, wenn du richtig Glück hast, hast du auf einmal 3 Hits am Start. Das ist mega. Die Glitzerkarten sind dann auch ein Hit? Ja, also die sind jetzt nicht so selten, aber ich glaube, die kann man schon als Hit betiteln, sage ich mal. Oder, Freunde, was sagt ihr denn dazu? So, was haben wir denn hier? Bonifras, Yorkclef, gute Toxel, Homborg, Saplarang, Flamingo, der Flamongo ist halt einfach Barmelin. Einfach die Entwicklung vorne in Reverse, also für jeden Master-Set-Sammler natürlich mega, aber nicht Xerox. Leider, leider. Sah aber cool aus. Sah aber cool aus, das stimmt. Das sind Big Baba Designs, Big Baba Karten. Was waren bisher eure Ausbeute, ihr Lieben? Schreibt mal auch gerne rein. Was habt ihr denn alles so Schönes gezogen bisher aus Obsidian Flammen? War Glurak bei euch schon gnädig? Also wie gesagt, bei uns ist das schwierig mit Glurak. Der silberne Rand sieht immer krass aus. Ja, du denkst immer, das ist ein Hit, ne? Mhm. Das ist so der Spoilerinho, der nicht mehr kommen kann. Mhm. Wie gesagt, in den Sets wiegen ist ja nicht mehr möglich. Haben wir euch ja gezeigt im Video. Aber man denkt immer die ganze Zeit, da ist ein Hit dabei. Kravell. Upsi. Der Delfinator. Vor dem habe ich auch ein kleines Traumata, Freunde, aus dem Pre-Release. Das ist jetzt auch bald, ne? Was ist mit dem passiert? Da wurde auch, glaube ich, im Deck gespielt. Der war nicht verkehrt. Freunde, bald ist ja das nächste Set draußen. Müsste Anfang November sein. Noch ein guter Monat, sage ich mal. Oder ein bisschen mehr, 1,5 Monate ist das. Und dann geht es auch wieder in die Pre-Release-Turniere rein. Da bin ich auch mal gespannt. Vielleicht ging Valerissa auch dazu mitzumachen, Freunde. Einfach mal eine Runde Pre-Release zocken. Das allererste Mal TCG tatsächlich dann. Okay, Schallkopf. Wenn du mir immer sagst, was ich machen soll. Fahrkleid. Okay, Freunde, bisher die Blister. Schwierig. Wir sind schon beim Last Pack angekommen. Und wir hatten bisher noch gar keinen Hit da draus. Walla Krise. Also Glurak dodgt uns vielleicht immer noch weiter, wer weiß. Wen hast du denn vorne eigentlich da? Ich habe noch einen Dragoran. Ja, du hast einen Knatterfox, der ist Schmutz. Der ist Schmutz, da kann ja gar nichts drin sein. Sag das nicht. Okay, jetzt, ich werde eines Besseren belehrt, wer weiß. Wen hast du denn da Schönes? Mobai? Olivinho? Aber so mit dem Spoilerinho, da denke ich, dass du nichts.
Mm. Wenn es nur so normal glitzert, gefühlt. Wenn irgendwas Goldenes rausguckt, das wäre geil. Sag mal, das war's schon. Krass, du hast einen Dreierblister mit gar keinem Hit. Normal ist ja immer so. Nicht. Normal ist ja so ein bisschen vorne wenigstens also eine EX-Karte oder so, wo du sagen kannst, yo, ich habe mal einen Hit aus dem Boost. Aber wenn wir jetzt zwei Blister haben, mit gar keinem einzigen Hit, also wirklich das Set, das kann mich kreuzweise danach. Also das ist so ein Pech-Set bei uns, also das gönnt uns mit Ansage überhaupt nicht vorne. Mit Ansage gönnt es uns nicht. Nee, das ist Gott sei Dank ein anderes, was wir hier an der Seite haben vorne. Kam das danach raus? Nee, davor. Das Set davor. So vorne. Der Druck steigt. Wenigstens einen Hit aus Obsidian Flammen. Komm, Last Pack Magic, da muss was sein. Tauboga, Dragonir, komm, Glurak, wo bist du? Du füllst vorne Reverse, es könnte ein Hit sein. Bonifras und dahinter die letzte Karte. Das gibt's doch nicht. Digga, zwei Dreierblister, kein einziger Hit. Also, Friedhof, grüß dich, danke dir. Bester Hit heute. Boah, sehr schwere Pullrate. Dafür, dass es normal heißt, dass das Set immer gönnt und eine richtig gute Pullrate hat, war das eigentlich ein sehr, sehr gutes Negativbeispiel, würde ich sagen. Ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Video. Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Bis denne.